Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich habe mir überlegt, heute gehe ich wieder joggen. Hab keinen Bock auf irgendwas anderes. Workout und den ganzen Käse. Brauche ich nicht. Heute geht's nur ins Laufen. Wie geil. Nach dem Intro erzähle ich mehr. Ich bin schon so ungefähr 10 Minuten unterwegs und bin jetzt schon an so eine bescheuerte Steigung gekommen, die ich jetzt hier hinter mich bringen muss. Hier, da sieht man den Weg, sieht man den? Keine Ahnung. Scheißegal. Auf jeden Fall muss ich ja hoch. Den Weg kenne ich gar nicht. Habe ich mal ausprobiert heute, aber ganz schön steil, der Rutz. Mein Plan ist es, heute so 8 bis 10 Kilometer zu laufen. Aber wenn ich die Steigung hier sehe, oh, dann schaffe ich höchstens 6, wenn es so weitergeht. Hammerhart. Ich bin natürlich im Taunus unterwegs. Und im Taunus ist es ein bisschen anders als in, im Norden. Hier sind lauter Berge. Wenn ich mal hochkomme, ich melde mich gleich, wenn ich dann weiter oben bin oder wenn ich ganz oben bin. Ich bin jetzt gerade oben angekommen. Oh, heiliger Strohsack, es sind 10 Minuten weiter. 10 Minuten, insgesamt 20 Minuten bin ich hochgelaufen. Puh, fuck. Ich bin mal vor einiger Zeit, vor 2-3 Jahren oder sowas, bin ich in einem Parallelweg mit einer Hamburgerin langgelaufen. Ich drehe hier rum. Hier laufe ich jetzt wieder runter. Mit der Hamburgerin hier langgelaufen. Also nicht hier, sondern im Parallelweg. Und die haben dann gestorben. Einfach nur mal spazieren gehen durch den Taunus, weil plötzlich Berge kommen. Ich sag euch, Hamburger, nichts gewohnt. So, ich laufe jetzt wieder runter. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ich habe jetzt so circa 4,5 Kilometer hinter mir. Glaube ich, ja? 4,5, ja. 4,5 Kilometer habe ich hinter mir. Bis gleich. Ich wollte nur mal eben bemerken, ich habe nichts gegen Hamburger. Gegen den Hamburger SV vielleicht. Bin ich manchmal ein bisschen nervig. Aber gegen Hamburger an sich habe ich nichts. Die sind halt nur keine Berge gewöhnt. Ist ja auch klar. Da oben in der Nähe vom Deich ist halt nichts. Logisch. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg wieder nach unten. Ich denke, wenn ich hier unten angekommen bin, mache ich mal eine kleine Schleife. Dann habe ich meine 10 Kilometer zusammen. Und dann ist alles gut. Freue ich mich schon drauf, wenn ich da bin. Bis gleich. Jetzt bin ich bei meinem Auto gleich angekommen. Es sind nur noch 100 Meter. Und dann habe ich es geschafft. Habe ich meine 10 Kilometer gemacht. Ich habe eine Schleife gemacht, gleich noch, gerade nochmal. Und habe 4,5 Kilometer hoch, 4,5 Kilometer runter. Das sind dann circa 10. Reicht. Alles gut für heute. Alles gut für heute. So, jetzt sage ich Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich freue mich, wenn ich wieder Sport machen kann und es dann nicht so anstrengend ist. Also, bis dann. Macht Sport.